So, mein Gerät ist eingerichtet und einsatzbereit und ich bin auch bereit, scheiß Spiele mit euch zu spielen. Moment, Mikrofon zu. Erstmal Mikrofon richten. Mega unprofessionell. Aber egal. Hi, wir spielen Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, das alte. Die Texte, super geil übersetzt. Ich lese vor. Aber ich lese nicht alles vor. Ich will euch nur ein Gefühl dafür geben, wie scheiße diese Texte sind. An diesem Nachmittag. Yugi und seine Freunde gingen zu Großvaters Spielgeschäft. Yugi wollte seinen Freunden seinen Großvaters wertvollsten Besitz zeigen. Großvater, könntest du meinen Freunden deine fantastische, super seltene, ultra geile, super krasse Ghost Rare Mega Rare Karte zeigen? Die super geile Ultra Ghost Rare Mega Rare Rare Rare? Du meinst meine spezielle Super Ghost Mega Ultimate Rare Rare Rare? Hm. Bitte, bitte. Wie kann ich mich weigern? Ihr Kinder habt Glück. Kleines Glück. Ich nehme diese Karte nicht so oft raus. Bereit? Hier ist es. Der blauäugige weiße Drache. So selten, so mächtig. So einfach zu zerstören. Ich lasse ihn nie aus meinen Händen. Er geht einfach mit dieser Karte, mit einem Stück Papier. Geht er duschen, geht er schlafen, er lässt sie nie aus seinen Händen. Gut gedeutscht. Diese Karte ist unbezahlbar. Es gibt nur 4 von ihnen in der ganzen Welt. Ich habe ungefähr in meinem Fundus 10 oder 20 liegen. Plötzlich rannte ihr Mitschüler in das Geschäft. Sein Name war Seto Kaiba, der junge Geschäftsführer der Kaiba Corp. Er hatte die Karte gefunden, nach die er gesucht hatte. Damn. Nenne den Preis für den Blauäugigen. Ich kann alles, wonach du fragst, zahlen. Ich bin sicher, du könntest. Aber diese Karte ist für mich mehr wert als alles, was du mir jemals bieten könntest. Seniler alter Narr, du hättest Bitches haben können. Kaiba stürmte aus Großvaters Geschäft. Das Team war verwirrt. Das Team. Das Kollegium war verwirrt von Kaibas Besessenheit mit dem blauäugigen weißen Drachen. Am nächsten Tag, als Yugi mit seinen Freunden zurück in das Geschäft kam, war sein Großvater verschwunden, Allah. Als das Telefon klingelte, war es Kaiba auf der anderen Leitung, spottend Yugi, dass er seinen Großvater entführte und brachte ihn zur Kaiba-Corp. What the fuck is this sentence? Yugi und sein Team eilten zur Kaiba-Corp und fanden Großvater besiegt, liegend auf dem Boden, niedergestochen, niedergeschossen, der alte Mann zernichtet. Großvater, alles in Ordnung? Yugi, ich scheiterte. Ich wollte diesen jungen Kaiba eine Lektion über das Herz der Karten unterteilen. Aber ich verlor, wurde niedergestochen, niedergeschossen, zernichtet. Großvater! Wie geht es dem alten Mann? Kaiba, du Widerling, was hast du mit ihm gemacht? Wir hatten ein Duell, das alles, wo jeder von uns seine wertvollste Karte als Preis setzte, also blauäugiger weißer Drache gegen blauäugiger weißer Drache. Aber ich glaube, gegen einen Champion zu spielen, ist einfach zu viel Stimulation für den alten Narren. Ich glaube, hier ist der Part, wo wir einfach in das Duell gehen. Ich nehme natürlich das Geschichte-Deck, weil alles andere wäre zu OP. Also das Spiel ist schon relativ veraltet. Das ist die PC-Version, nicht die Switch-Version. Die Switch-Version hat nämlich neuere Karten und auch das neue Regelwerk sowie die neue Bannliste. Für alle, die sich in Yu-Gi-Oh! Nicht mehr auskennen. Na? Also das ist ursprünglich ein Manga gewesen, der zum Anime gemacht wurde. Und jetzt hat Konami dieses Kartenspiel da rausgebracht. Also nicht jetzt, das ist schon länger. Ja, also prinzipiell, dieses Spiel hat so viele Regeländerungen mitgemacht und so viele Erweiterungen bekommen, dass es einfach, es macht keinen Sinn, ein Spiel dazu rauszubringen, weil es ist mega unaktuell, eigentlich. Und selbst das auf der Switch, das letztes Jahr im Sommer erschienen ist, ist mega unaktuell, weil schon wieder 20.000 neue Sets rausgekommen sind und ein, so gesehen, schon wieder ein neues, eine neue Bannliste am Start ist. Und ja, mal ganz kurz für alle, die nur damals nur ein Anime gesehen haben. Und ja, der hält sich nicht an die Regeln. Der tributet. Legit. Das ist halt sau. Das ist mega sick. Nö, ja. Aktivieren wir Bankkreis. Also faszinierender Kreis.
Manchmal benutze ich halt auch noch die Namen aus dem Anime. Weil ohne Mist. Also wenn ihr guten Trash sehen wollt, schaut Yu-Gi-Oh! Ist geil. Oh, Herz des Unterlegenen, mega nice. Ich erkläre auch gleich, was die einzelnen Karten machen für alle, die es nicht verstehen. Ich spiele hier nämlich jetzt gerade das erste Duell Yugi gegen Seto Kaiba. Also das ist so ziemlich, ich meine sogar die erste Folge, die bei uns in Deutschland erschienen ist. Es gibt ja die Zero-Staffel noch. Und die ist ja mehr, also die ist ja, ne? Bei uns nie rausgekommen, weil die auch mega brutal war. Aber nice. Und wir spielen hier, also prinzipiell spielen wir hier das Geschichte-Deck. Das heißt, das so gesehen Deck, das im Anime-Manga vorkommt. Und Loser. Natürlich hat Yugi in diesem Duell Herzensunterlegen nicht benutzt. Und er hatte sicherlich keine Karte mehr als einmal irgendwie in dem Deck. Wir switchen den Angriffsposition, setzen den. Und unser Ziel in diesem Duell ist es, weil wir den Blauäugigen halt nicht besiegen können, dass wir die Exodia kriegen. Die Exodia, ich erkläre es kurz für alle, die es nicht kennen, ist ein fünfteiliges Monster, bestehend aus zwei Armen, zwei Beinen und einem Kopf. Und wenn du alle fünf Teile auf der Hand hast, gewinnst du. Jetzt ist natürlich geil, wegen Herz des Unterlegenen, das wird sich jetzt aktivieren. Und weil ich es zweimal habe, auch zweimal. Immer wenn ich ein normales Monster ziehe, normale Monster sind die Monsterkarten hier. Ich weiß nicht, ob man meine Pfeiltaste sieht, aber ich zeig's gleich. Also die Karte, die ich eben gezogen habe, die mit dem normalen braunen Rand. Ja, mit diesem hellbraunen Rand. Das sind normale Monster. Seit neuestem steht es auch dabei, dass die normal sind. Und immer wenn ich ein normales Monster ziehe, durch Herz des Unterlegenen, darf ich noch eine Karte ziehen. Das heißt, dieses Deck macht Sinn, wenn du nur normale Karten hast, mit denen du das spielen kannst. 1, 2, 3. Jetzt müssen wir zwei abwerfen. Ich entscheide mich mal für den keltischen. Und mit Sangan könnten wir eigentlich mega niceen Kram machen. Schnappstahl könnte ich mir ein Blue Eyes schnappen. Wisst ihr was? Wir werfen den dunklen Magier weg. Aus einem Grund, den ich gleich erklären werde. Dann beschwören wir den herbeigerufenen Totenkopf. Also den Beauftragten der Dämonen, wie er im Anime heißt. Zack. Also das ist ein normales Monster. Die mit dem dunkelblauen Rand hier, der Sangan, den ich hier gerade habe, das ist ein Effektmonster, steht auch in Klammer daneben dran. Dass es ein Effektmonster ist. Das sind keine normalen Monster, weil es ist ein Effektmonster. Jetzt habe ich eben den dunklen Magier auf den Friedhof geworfen, aktiviere Wiedergeburt, die inzwischen wieder legal ist, die war mal verboten. Und dadurch kann ich mir ein Monster in einem beliebigen Friedhof zurückholen. Ich entscheide mich für einen dunklen Magier, der normalerweise zwei Tribute braucht. Aber ja, gar keins, weil ich das ja per Zauberkarte beschwöre. Und alles, was ich über Karteneffekte beschwöre, egal Zauberfalle oder Effektkarten, ist eine Spezialbeschwörung. Das klingt alles sehr komplex, im Prinzip ist es aber nicht. Jetzt gehe ich in die Battle-Phase, ich kann angreifen, weil ich jede Menge Monster habe, die angreifen können. Mach den hier weg, dann zerstöre ich einmal einen faszinierenden Kreis. Durch den faszinierenden Kreis aus einer Fallenkarte konnte er übrigens nicht angreifen. Das ist jetzt natürlich schlecht, weil Wand der Illusion ist ein Effekt. Wenn diese Karte von einem Monster angegriffen wird, steht da, nach der Schadensberechnung gibt das Monster auf die Hand zurück. Das ist halt jetzt doof gelaufen. Aber wir können noch direkt angreifen. Vielleicht brauchen wir gar nicht die Exodia. In der Main-Phase 2 würde ich jetzt gerne noch meinen Kobold hier schützen, indem ich die Lichtschwerter aktiviere. Also die verräterischen Schwerter. Flippt noch meinen Silberfang. Dass das im nächsten Zug alles reibungslos abläuft. Ich werde die beiden eh opfern, um den dunklen Magier wieder zu beschwören. Oder soll ich Sangan setzen? Könnte ich auch machen. Mal sehen, wie der nächste Zug läuft. Auf jeden Fall, das Spiel hat sehr simple Regeln. Du kannst einmal pro Spielzug eine Normalbeschwörung machen. Das ist entweder, indem du diese Karte beschwörst oder setzt. Ja, und eine Tributbeschwörung, ab 5 Sternen brauchst du 1, 6 Sterne brauchen auch noch ein Opfer, das heißt eine Karte, die bereits da liegt, 7, 8 braucht mehr und dann gibt es spezielle Karten, die 3 Tribute brauchen, das steht aber immer dabei. Wisst ihr was? Er kann ja gerade eh nicht angreifen, also macht es keinen Unterschied, wenn ich jetzt Sangan lege, wobei ich hätte mehr Schaden machen können, wenn ich im Angriffsmodus gelegt hätte. Aber ist egal, 5000... Wir brauchen die Exodia wahrscheinlich gar nicht, weil er hat keinen Blue Eyes irgendwie jetzt gerade parat. Und wenn, könnte er damit eh nicht angreifen. Und durch Schnappstahl, die Karte, die ist verboten, könnte ich mir den auch snatchen. Also ich könnte mir den einfach stehlen von seiner Seite. Das heißt, wenn er einen hat, ist er sowieso im Arsch. Ich werde jetzt so ein paar Runden Yu-Gi-Oh! Einfach mal spielen, einfach mal gucken, wie das läuft.
euch das Ganze so erklären. Den Sangan setzen wir in der Regel immer verdeckt, weil er ist sehr schwach und wir wollen ihn nur wegen seinem Effekt loswerden. Und dafür muss diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt werden. Und dann darf ich mir ein Monster mit 1500 ATK oder weniger von meinem Deck auf die Hand nehmen. Das machen wir, um überwiegend die Exodia-Teile zu kriegen, weil die relativ schwach sind. Auf der anderen Seite haben wir das Duell jetzt eh gewonnen. Ja, weil... Bumm. Bumm. Fertig. Außer die Fallenkarte macht jetzt noch irgendwas. Nee, ist egal. Und jetzt kommt wieder Story. Du spielst nur mit Macht, Kaiba. Deshalb hast du verloren. Aber wenn du dein Herz ins Spiel setzt, gibt es nichts, was du nicht tun kannst. Also er reißt sich das Herz aus der Brust, schmeißt es aufs Spielfeld und sagt, Herz im Angriffsmodus. 8000, er gewinnt. Die Ergebnisse des Duells verbreiteten sich schnell und ein mysteriöser, einäugiger Mann bekommt die Siegesnachricht von Yugis. Ich glaube, wir müssen dieses Spiel einfach durchspielen wegen der Handlung, wegen diesen Texten. Scheint, als ob Kaiba-Junge in einem Duell besiegt wurde. Ich muss mehr über diesen Yugi Muto erfahren. Und dann kriegen wir immer Kartenpreise und so ein Quatsch. Wir könnten jetzt auch mit unseren ultimativ krassen Decks spielen. Aber das wäre ja kacke. Nach seinem Sieg gegen Seto Koiba war Yugi verwirrt, ein Paket von Maximilian Pegasus, dem Schöpfer von Duel Monsters, zu erhalten, also dem Yu-Gi-Oh! Kartenspiel. In der Box war ein Videoband. Yugi legte die Kassette in den Videorekorder und Pegasus' Gesicht tauchte auf dem Fernsehbildschirm auf. Das ist so 1990er, Alter, mit einem Videorekorder. Grüße, kleiner Yugi. Ich bin Maximilian Pegasus. Ich habe ein paar furchtbar interessante Dinge über dich gehört. Dein eindrucksvoller Sieg über Seto Koiba faszinierte mich so sehr, dass ich beschlossen habe, deine erstaunlichen Duellierfähigkeiten persönlich zu untersuchen. Hier und jetzt werden wir ein besonderes Duell halten. Plötzlich erstarrte eine seltsame und geheimnisvolle Magie. Die Zeit, sodass niemand sich bewegen konnte, außer Yugi. Diese dunkle Dimension, in der wir uns befinden, ist als Schattenreich bekannt. Ein mystischer Ort, an dem unglaubliche Monster beschworen werden können und das unmöglich durchaus möglich ist. Sag mir, Yugi, glaubst du, es gibt Magie in den Karten? Weißt du das denn nicht? Du hast dieses Spiel erfunden. Was ist, wenn ich dir sage, dass ich das nicht habe? Da kam die Mickey Maus raus. Oh Junge, Pluto, komm her. In antiken Zeiten nannten die Ägypter es das Schattenspiel. Starke Pharaonen würden mystische Duelle in einer anderen Dimension halten, so wie wir es jetzt tun, Pluto. Doch statt Karten kämpften sie mit echten Monster und echter Magie. Die magischen Kräfte waren so mächtig, dass die Ägypter die Kontrolle über sie verlor und fast die ganze Welt zerstörten. Sora. Das ist eine gute Geschichte. Aber diese Monster können nicht echt sein. Ich überspringe das, ich habe keinen Bock. Also ich kann nicht diese ganzen Texte lesen, da kriege ich das große Kotzen. Auch wenn das wahrscheinlich der größte Fun-Faktor in diesem Ding ist. Ach ja, genau, zur Story jetzt. Weil wir jetzt nicht gegen Maximilian Pegasus spielen, sondern gegen die grünhaarige Kackbratze. Das ist Weevil Underwood. Wir haben das Duell gegen Pegasus verloren. Wir werden trotzdem ins Königreich der Duellanten eingeladen. Das ist so ein Turnier von Pegasus persönlich. Unser Großvater wurde in dieses Videoband gezogen, weil wir verloren haben. Und jetzt wollen wir den zurückholen. Dafür müssen wir jetzt uns quer durch dieses Duellantenreich da boxen und müssen sogenannte Sternchips verdienen und so ein Scheiß. Ist alles eigentlich relativer Kack. Aber ist egal, wir ziehen das Ding. Ich kann keine Karte spielen. Gönnt euch das. Ich kann einfach nichts machen. Der braucht ein Tribut, der braucht zwei. Und eigentlich ist er nicht worth, aber es ist eine geile Karte. Ich bräuchte eine... Alter, habe ich den schon? Nice, ich brauche eine Fusionskarte, weil dann kann ich die beiden fusionieren, zu dem da machen. Ich kann... pass auf, ich beschwöre Mammutfriedhof. Das ist eine sehr, sehr schwache Karte. Und ich aktiviere die verräterischen Schwerter, was dem Gegner... Das ist jetzt schlecht. Warum das jetzt passiert ist, da steht, falls ihr es hier im Text seht, links, Insekt, Flip,
Flip-Effekt. Und dann steht Flip, wähle ein Monster auf dem Spielfeld, zerstöre das gewählte Ziel. Flip-Effekte sind Effekte, die sich aktivieren, wenn das Monster aufgedeckt wird. Egal, ob das dann in durch... Und da die verräterischen Schwerter den Effekt haben, dass sie auch verdeckte Monster aufdecken. Ne? Egal, er kann jetzt nicht angreifen. Flip-Effekt wurde aktiviert, mein Mammutfriedhof wurde zerstört. Eigentlicher Plan war, den Mammutfriedhof zu schützen, den Drachenfluch zu beschwören und ihn mit Horn des Einhorns auszurüsten, mit Monster mit 2-7 einfach durchzurotzen. Wenn ich jetzt noch ein Tributmonster setze, kotze ich. Spiegelkraft ist mega nice, damit können wir schon mal was anfangen. Allerdings noch nicht jetzt. Wir haben hier Feldkarten, die hier so wunderschön gerade aufleuchten. Das war früher mal anders. Früher war das so, dass man nur eine Feldkarte auf dem Feld haben konnte und die hat die andere dann automatisch überschrieben. Inzwischen ist es so, jedes Spielfeld hat dann eine. Außer wenn du... Jungs, wir haben gewonnen. Außer wenn nur eine Spielfeldkarte auf dem Spielfeld ist, dann zählt die für das ganze Spielfeld, ist klar. Jetzt beschwören wir den hier. Wir können von der Hand fusionieren oder vom Feld. Durch bestimmte Karten auch vom Deck und vom Friedhof. Das sind dann aber andere Voraussetzungen und Kriterien. Wir spielen Drachenmeister Gaia, der ist an sich sehr mächtig mit 2-6. Und jetzt rüsten wir den noch mit Horn des Einhorns aus. Und damit hat er dann 3-3. Ne? 3-3, ja. Dann greifen wir den mal an. Zack, 1-9 Schaden. Weg mit dem Ding. Heulendes Insekt. Jetzt kann er doch noch eins beschwören. Herkuleskäfer. War vielleicht gar kein so schlechter Zug, weil das ein 5-Sterne-Monster ist. Und das, dafür müsste er eigentlich tributen. Und wenn das hier jetzt noch ein menschenfressendes Insekt ist, kotze ich im Strahl. Weil er könnte es theoretisch flippen. Und dann mein Monster zerstören. Wir haben hier noch einen Gaia am Start. Das heißt, wir werden auch bestimmt noch einen Drachenfluch haben. Sag, mach den mal kaputt. Ja. Zurück zum eigentlichen Spiel. Also, das ist schon gar nicht mehr aktuell, weil wir haben jetzt die Pendelzonen, die ihr hier neben seht, die sind für die Staffel komplett unbedeutend. Wir werden das auch... die will ich jetzt noch nicht spielen. Wir greifen mal keine verdeckten Karten an, bevor es noch ein menschenfressendes Insekt ist. Die Pendelzonen inzwischen sind hier... Unten in der ganz rechten, der ganz linken Zone, das ist die Fallen- und Zauberkartenzone, da ist jetzt auch die Pendelzone drin. Was das ist, da kommen wir alles zu, wenn wir das Spiel irgendwann mal spielen. So, ohne Scheiß. Komm, wir greifen einfach mal da ganz... Sehr schön. Basisinsekt, das macht uns nichts. Warum ich jetzt hier keine Karten spiele, ich mag ein paar Karten für elegante Wohltäterin sparen. Die ist übrigens auch verboten. Nach wie vor. Prinzipiell alle Karten, die dich irgendwas ziehen lassen, ohne dafür, dass du etwas bezahlst, großartig, sind verboten. Und obwohl ich 3 Karten ziehen darf und dann 2 abwerfen muss, aber die Wahl liegt bei mir, weißt du? To be honest, Markyu könnte mir den Arsch retten, sofern er irgendwann diese dumme Motte in der Hand kriegt. Auf der anderen Seite, drauf geschissen. Wir spielen ohne Markyu. Nee, die behalten wir noch. Wir haben ja eine auf dem Feld. Komm, wir spielen noch den... Den wollte ich eigentlich beschwören und nicht setzen, aber ist egal. Ja, sehr schön. Riesenameise. Theoretisch können wir das auch einfach auf Decktod spielen. Decktod ist, wenn der Gegner keine Karten mehr im Deck hat und dann eine ziehen muss. Oder ja, indem ich ihn dazu zwinge mit einer Karte oder indem er das einfach tut. Brennendes Land kann dich halt easy selbst umlegen. Aber wir sind so stark im Vorteil, dass es eigentlich nichts macht, weil brennendes Land würde unsere Feldzauberkarten zerstören. Der Zugspieler, also der da am Zug ist, in dem Fall Weevil, würde in seiner Standby-Phase in der SP 500 Schaden nehmen. Ich genauso. Das heißt, ich könnte ihn auch einfach so runterbringen. Ey, der hat einen wilden Kaiser? Willst du mich rollen? Never. Yugi hat niemals einen wilden Kaiser besessen. Never ever. Wilder Kaiser ist so eine Kaiba-Karte, wisst ihr? Ja, 2000 auf 2000. Ach. Seht ihr mal. Okay. Ja, 2-2 hat er jetzt bekommen wegen dem Waldeffekt. Ne? Also wegen der Feldzauberkarte. Das ist so ein Bonus, der da kommt. Der war in der Serie dann immer aufgrund des Duellfeldes automatisch gegeben. In den meisten Fällen. Die können wir mal setzen. Weil die 2000 Def hat.
Dass wir einfach was in der Hinterhand haben, falls irgendwas berauschend schief geht. Und, ja. Ich hoffe, das Ganze nimmt auf. Weil wenn nicht, ich hab da... Ich hab so mega Schiss wieder, dass Sachen nicht funktionieren. Ne? Ey, wisst ihr was? Wir nehmen noch ein Einhornhorn. Horn des Einhorns. Ah ja, auf Gaia, ey, 4000. Was soll's? Er ist so stark wie Obelisk der Peiniger, wie eine Götterkarte. Ja, und ist eine einfache Fusion, ist somit schneller zu beschwören. Also, bitch please.